Let's Play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Eine Seeschlacht, die ist lustig, eine Seeschlacht, die ist schön, aber nicht, wenn man verliert. Hallo Freunde, willkommen zurück bei Anno 1404 Venedig und ja, ihr seht schon, wir sind hier am Verkacken. Ein großes Kriegsschiff, ich krieg die Motten. Ich würde zwar gerne, aber ihr seht schon, ihr kommt ständig neue... Naja, Scheißdinger. Gut, ich muss unbedingt den Hafen absichern und jetzt geht's mit euch bereits mal, ja, ich würde mal sagen, zurück. Aber erstmal musst du noch kurz hier etwas erledigen, die ganze Gewürze einsammeln, zack, sehr schön. Dann könnt ihr mal kurz das Schiffchen hier versenken. Kommt da sonst gleich noch was runter oder ist es... Da kommt noch eins runter, Alter, ich wünschte mir, wir langsam aufhören damit, ganz ehrlich, ey. Aber kann ich da anders? Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Das wundert mich gar nicht. Verschwinde! Sie sind im Kampf unterlegen. Ich schätze mal, ich habe schlechte Karten, wenn ich jetzt hier noch möchte, einen weiten Turm hinbauen, wa? Sie haben eine Schlacht gewonnen. Hau ab, Schiff, hau ab! Versuch dich zu retten! Ja, ich sehe es ein, sind viel zu wenige. Komm her und geh unter. Na gut, er hat ab. Er hat jetzt kein Interesse mehr, schön. So, so. Soll ich doch ein Bündnis mit den Korsaren wagen? Irgendwie hat doch gar keinen Bock dazu. Also meine Wagen ist mal das eine, nicht wahr? Aber, ja... Ach, wieso denn bloß, wieso denn bloß? Ja, ist zwar schwer angeschlagen, aber... Der wird's überleben. Du, du, du. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Versuchen wir es doch mal so, Leute. Wenn das auch nichts wird, dann bin ich mit dem Latein am Ende. Hey. Vorüber. Das kann ich sogar drei, wa? Der wird repariert, schön, der wird gleich versenkt, niemand der auch. Hat bisher eine Begegnung mit diesem Schiff überlebt. Und so wird es bleiben. Unsinn. Ich werde der Erste sein. Der Erste von vielen. So, jetzt ein bisschen nah am Reparaturkran, aber was soll's. Jetzt können wir immer noch ein bisschen reparieren. Wir müssen trotzdem noch gehen, gut. So, Lucius ist langsam ausgepowert hier oben. Da kommt zwar noch was, aber sonst sieht es relativ friedlich aus von ihm her. Gut. Also endlich, wa? Endlich hoch mit dir, kleines Schiffchen. Kleines Püppchen. Kommt gerade irgendwie was von Pinocchio in den Sinn. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe hier sowieso meinem... Na, Fieber waren zwar nicht, ich habe zwar kein Fieber, aber da in meiner Krankheitsphase aber sowieso die wirrsten Träume, hey. Wieso brennt mein Geheimkabinett? Feuerwehr, wehr dich mal. Wenn ich bitten darf. Der Schulturm brennt natürlich voll, die Bomben und so, alles klar. Ich habe euch bereits erwartet. Na, das wird einfach. Gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Du sagst es, Kumpel, du sagst es, so. Das war in dem Fall fehl, war bei dem... Braucht den überhaupt? Lass mal ganz kurz gucken, wo muss ich... Wo können den überhaupt hinpflanzen? Hinpflanzen vor allem. Hinbauen natürlich. Reicht sich ja auch noch, also... Natürlich alles immer so bauen, dass es optimal ist für unsere Ressourcen zum einen, aber zum anderen natürlich auch für unsere Bevölkerung. Das ist doch wohl eine Straße. Nö, so geht's auch nicht, okay.
Dann eben nicht. Wenn nicht will, der hat schon. Was ist denn Job los? Ach so, der da. Ja, Solo doch. Ich kann Ihnen einfach erzählen, dass dies nicht euer Tag war. Macht es doch. Das sieht gut aus soweit. Ich bräuchte jetzt hier langsam aber sicher mal eine. Ja, Besitz, sprich Teppiche, das könnte eine Weile dauern. Der Glauben wurde noch nicht erfüllt. Schiff, Mensch, der Glaube. Eine Moschee geht bereits. Nee, Mosaik brauche ich noch. Aber ganz ehrlich, Leute, Mosaik, man kann so eine Macherei machen, sprich aus Quarz. Und Ton kommt nachher Mosaik. Ich wandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Kann nach Mosaik kreieren, sage ich jetzt mal, aber ganz ehrlich, das lohnt sich meistens gar nicht, weil der braucht nicht so viel Mosaik und daher ist auch hier eigentlich das Beste, das Ganze einfach zu importieren. Das hätte ich bereits vorher machen können, ich Trottel. So. Ich hoffe, du hältst durch. Wenn nicht, wär's scheiße. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Sei ein wenig nachsichtiger und du kannst es mir gleich tun. Zwei ihrer Mitspieler schließen ein Handelsabkommen. Na, schafft sie Feuerwehr noch? Schafft sie es noch? Alter, Feuerwehr. Auf den Weg machen, hallo. Feuerwehr dich. Ich bin ein alter Mann. Lass mir ein bisschen Zeit. Bist du da, bist das Gebäude bereits futsch? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und tschüss. Das war super. Der Weg ist einfach zu weit. Schnauze. Für sie habe ich ja auch noch was, wa? Genau, Ruhm, Potasche, also die Potasche nicht, Ruhm könnte ich gut gebrauchen. Aber mit Lucius unterwegs ist einfach zu riskant, da kommt er schon wieder, hey, Mann, oh Mann. Wie lautet euer Befehl? Das ist eine gute Frage, wie lautet der Befehl? Bereit? Sehr schön. Gut, nochmal sagen, Narvik, du bleibst einmal hier, wa? Und dann wird Monsoon, wie er jetzt so schön heißt, künftig die Handelsroute 1 übernehmen. Wir stehen zur Verfügung. Ich brauchte theoretisch eigentlich überall so eine Truppen hier, wa? Ach nö, ist doch viel zu mühsam. Variante 2, wenn sie aber funktioniert, ist natürlich auch immer noch die Frage. Und zwar mache ich jetzt mal hier das Gebiet hier noch. Ist die Frage, klappt das wohl als Abschreckung? Nicht genügend Baumaterial, natürlich! Ist 3 vielleicht zu übertrieben? Nein, 3 ist eigentlich genug. 3 wäre eigentlich super, eine super Zahl, schön. Genau, Mosaik brauche ich, das war das eine, dann weiter ausbauen. Diese Baupläne zum Geschenk. Was ich am besten wohl etwa, mal gucken. Ich würde eigentlich, wenn es geht, gerne, ja, ein bisschen die Frage. Nach oben hin und so. Eine Trotzburg des Feindes wurde an ihrer Küste errichtet. Das kann einfach nicht sein. Ah, der macht mich einfach fertig, Freunde. Ganz ehrlich. Ey. Sind auf dem Weg. Trotzburg unterwegs, meine Truppe ja auch. Schön, dann müsst ihr halt hier noch ein bisschen kurz, sag ich mal, Cookie machen und so, nicht wahr? Wo will der bloß hin, hey? Wo will der alte Arsch bloß hin?
Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Doch nicht schon wieder. Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Dattelfell, kümmern wir gleich drum. Wir haben hier oben keine Scheibenkleister. Keine Feuerwehr. Und mir geht das Geld aus. Das ist Kacke. Ja, das ist so. Ihre Truppen werden angegriffen. Natürlich. Ich habe alle ausgewählt. Er ist der Einzige, der hier jetzt hier irgendwie so eine komische Route genommen hat. Die anderen gehen hier unten durch. Wie lautet euer Befehl? Sind auf dem Weg. Ich muss ihnen zuvorkommen. Es geht nicht anders. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Ja, ich weiß, ich bin noch bereits dran, den zurückzuschlagen, den Feind. Den Feind des Lichtes. Ja, das geht ja schnell. Jetzt wünschte ich allerdings nur, ja. Und Alter. Jeder hat bekommen, was er wollte. Ich versuch's mal so, wa? Wird schon... Ihr könnt eurem Schicksal nicht entkommen. Eigentlich wollte ich ja da unten, ja, wobei, man könnte schon Häuser hinbauen und so. Na ja, komm, mach's mal so. Haben den Feind niedergerungen. Yeah, gut gemacht, Leute, gut gemacht. So, jetzt den noch bitte schnell, ganz auf die Schnelle. Nichts kann uns standhalten. Angriff! Wir haben eine gegnerische Einheit besiegt. Die Chancen für einen Sieg, sie stehen gut. Angriff, Angriff, dreifach Angriff. Die verrückteste Truppe der Welt, wa? Tja. Was funktioniert, hey? So, jetzt den noch kurz platt machen. Habe ich eigentlich noch genug für... Ich hätte noch genug, wa? Ja, aber halt noch mehr. Noch mehr, noch mehr, immer noch mehr. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Gut. Was kommt hier oben noch? So, den Platz machen, bitte schön. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Naja, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Oh, scheiße, hau ab! Da kriegt er Schiss. Bereit? Ja, natürlich auch nicht, schon klar. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Ah, geht doch. Und sie zischen wieder ab. Ja, ist natürlich wunderprächtig. Das Problem ist nur, was machen sie hier? Ah, ich kann doch nicht ständig meine Armee irgendwie mal wieder abziehen, wieder aufstehen und so. Das geht doch nicht. In Wohlhagen. Ja, in Wohlhagen gefallen oder was? So, haben wir jetzt zerstört. Schön. Ein Problem weniger. Ja, schön wär's. Mosaik, aber noch keins. Was ist los? Liebe Händler, was ist los? Ihr wagt es. Ach du Scheiße. Freunde, ihr habt hier unten was zu tun? Nichts kann uns standhalten.
Bürokratie. Ja. Muss das da so machen. In jeglicher Hinsicht. Ein Boot fehlt mir noch. Muss das hier sein, wa? Ne, das ist auch nicht, hä? In so ein Drehbuchboot, wie auch immer, fehlt mir noch, was das hier irgendwie so markiert. Also, sag ich mal, vorreserviert hat. Die Pest ist bei ihrem Nachbarn vorüber. Und da muss auch das große Kriegsschiff weichen. Die haut auch ab, nur seine Drehbuchtbrute, however, die lässt einfach so zurück. Hm. So, hier ist alles picobello, das freuen wir umso mehr. Denn wir haben hier noch was auszubauen, liebe Freunde. Wie es jetzt aussieht, habe ich hier alles, ja, mehr oder weniger alles voll. Das ist gut so, das heißt, jetzt wird es Zeit hier auszubauen. Das Problem ist hier mit der Moschee, wie groß ist die oder was deckt die alles ab? Genau, einfach eine hier. Müssen wir nochmal eine machen, wa? Theoretisch. Ja, gut, hier. Das heißt, ich kann hier alles zubauen, hey. Nach Herzen, Lust und Laune. Du, du, du. Hm. Ist nicht ganz optimal, deswegen mal kurz anpassen noch. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Moment, das braucht drei Felder plus vier noch für die Straße, sprich platziere es hier etwa hin, wa? Ich helfe euch gerne aus. Jep, das funktioniert schon besser. Nö, das war falsch. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Schon wieder? Das geht immer so schnell. Die können es nicht sein. Nö, das sieht alles gut aus. Achso, die da oben. Bei den Gewürzen. Was macht ihr so verstreut, Freunde? Wir haben hier unten ein kleines Problem. Zum Angriff beim Teutates. Bereit? Natürlich unten schon wieder. Alter, ich kann doch nicht ständig nur diesem ekligen alten... Ja. Soll schon beinahe sagen, perversen Mistkerl hinterherjagen. Das geht doch nicht. Und tschüss wieder mal. Kommt das nächste Kleine. Was macht der da? Alter, was willst du? Damit du hier willst, hier versuchen? Mhm, komm näher, komm näher. Vorhin hat's noch gereicht. Jetzt auch wieder. Lauft nur ins offene Messer. Ja, ich weiß, Leute sind natürlich selten dämlich, aber was willst du sonst machen, wenn du irgendwie so... Wenn du das Gefühl hast, dass sie mich hier so ein bisschen austricksen wollen oder verarschen wollen, dann muss ich mich halt da konsequent wehren oder eben, wie gesagt, hier einfach alles mal dicht machen. Hier zum Beispiel. Das wäre Variante 2, Plan B. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Ja, Kumpel, was willst du da oben? Nun ja, es hilft nicht, sich zu beklagen. Vom Glück verlassen, ja, so fühle ich mich auch ein bisschen.
Gold vor Brand ausgebrochen. Wir haben genug Feuerwehrhäuser. Oder Feuerwachen wohl eher. Das wird also schon. Oh. Das eher weniger. Das war auch dämlich. Gut, muss ich halt hier wieder eine Pause machen zwischendrin. Am besten direkt hier war. Och nö, was ist denn jetzt schon wieder los? Hä, Monsun, wo bist du denn? Monsun, was machst du hier oben? Natürlich erstmal im Arsch der Welt, schon klar. Junge, Junge, die großen Kriegsschiffe. Handelsschiffe leer. Erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Ich kann sie mal versuchen, der werte Herr. Wenn er mich schon so nett bittet. Zack, wunderprächtig. Ihr tragt eure Angst wie ein Banner vor euch her. Du musst es ja wissen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. Wissen wir noch alles. So, sieht man jetzt ein bisschen dämlich hier aus. Ein bisschen unpraktisch gewählt, würde ich mal sagen. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Das tut mir natürlich leid. Dass die Straße noch weiter ausbauen, war. Hui, hab ich schon viele. Hey, gut gesehen, muss natürlich erst die Voraussetzungen erfüllen. Moschee, brauch ich noch verdammt Mosaik. Ja gut, 3 Tonnen habe ich mittlerweile. Hö, 3 Tonnen. Seid ihr furchtlos oder naiv? Wieso macht ihr immer den gleichen Scheiß, Freunde? Wieso? Man kann doch keine Sekunde aus den Augen lassen. Ja, du gehst mal hier hin. Patrouillieren. Oh, meine Güte. Hey, meine Fresse. Aber es geht voran. Sieht schon ein bisschen größer als vorhin. Jetzt haben wir hier natürlich sehr viel mehr Einwohner gleich. Also bald. Ich hoffe nur, Dattel und Milch kommt hinterher. Gewürze sowieso, das ist gar kein Problem. Und ich habe trotzdem noch was zum Ausbauen. Vielleicht sogar hier oben noch was, wenn ihr Gewürze vielleicht noch ein bisschen aus... Wir sagen es mal, das nicht aussortieren, Quatsch, sondern irgendwie exporten könnten, also auf eine weitere Insel und so. Da haben wir noch eine Menge Möglichkeiten, Freunde. Oh, ein gutes Geschäft. Neun Tonnen Musik, ja, es ist ja super. Die Moschee, wie viel kostet natürlich 20, oder? Ja, 20 Tonnen, war ja klar. Ist doch klar, dass es immer so teuer ist, hey. Tja, was willst du machen, nicht wahr? Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Ein paar mehr, wenn ich bitten darf, gut. Was will denn der jetzt schon wieder? Hey, der kommt doch immer wieder. Abhauen, ich komm wieder. Wir stehen zur Verfügung. Tja. Genau. Ins Wasser, wenn er bitten darf. Da muss ich meine Insel da unten so schützen. Das ist natürlich selten dämlich. Irgendwie. Ja, doch, mir ist einfach mal eine große Zufuhr hier an. An Stein runterliefern, an eine Steinmauer bauen um die Insel herum, wie sie ja hier auch bei Goldfurt gemacht haben. Ist natürlich nicht so der Sinn der Sache, dass sie die ganze Insel immer abriegeln, aber ja, ist leider so. Gut, wird alles restauriert hier, ist schön. Gewürze wieder wenig, wa? Ja, wenn Gewürze wieder mal leer. Wie Brot auch? Ach du Scheibenkleister. Das habe ich ja komplett übersehen, hey. Wir haben zwar eine Menge Weizen, aber kein Mehl mehr. Eine Trotzburg des Feindes wurde an ihrer Küste errichtet. Wie viel Pech kann ein Mensch haben, Freunde? Wie viel Pech? So, braucht man hier unten. Wir brauchen mehr Mehl und mehr Brot.
Natürlich, wenn wir hier so ein großes Weizenlager haben, denke ich mal, wenn wir jetzt hier ja, halt so eine Mühle bauen, haben wir danach auch mehr Mehl, logischerweise, und dadurch auch mehr Brot. Aber eins reicht jetzt natürlich stark, das heißt, wir müssen zwei machen, dann wird natürlich wieder die Weizenfarm nicht aus, sprich, wir müssen auch wieder da wieder ein paar hinbauen und ja. Und so geht's weiter und so fort. Ein Gegner ja, aber ist auf ihre Insel an Land gegangen. Oh, Menno, haut doch nicht immer ab. Zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Nee, mal ganz ehrlich, Leute, es nervt langsam nur noch. Die haben immer wieder ab und ich kann gar nichts dagegen unternehmen. Ja gut. Muss ich mal schauen, nicht wahr? Denn die Zeit für heute ist leider schon wieder vorbei, Freunde. Trotz allem, also im Großen und Ganzen kann man sagen, es geht voran, vielleicht nicht so stetig oder so hoch, wie es gerne wäre, aber ja, es geht voran. Ich denke mal, das nächste Mal, in der nächsten Folge werden wir hier bereits wieder gut unterwegs sein, sprich wieder Loot zu vertrieben haben, vielleicht sogar endgültig. Wer weiß das schon, hier die Brotzufuhr muss ich unbedingt erklären, aber das dann wieder, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Feuer in diesem Sinne, ihre Stadt. Ja. Guter Zeitpunkt zum Aufzuhören. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Anno 1404 Venedig. Ich bin der Anfang und das Ende. Natürlich muss der zum Ende hin auch noch seinen Senf dazugeben, war ja klar. Ciao.